Die Firma ITL Dresden besorgte die Baustofftransporte. Lange Schotterzüge waren nötig und meist mit einer V60 und einer V180 bespannt. Es kamen zwei- und vierachsige Schotterwagen zum Einsatz. Am Sonntag ist Verschnaufpause für die Bauarbeiter, die kurz zuvor noch die Behelfsbrücke installierten. Und schon ist wieder Montag und es wird geschuftet, damit der Termin gehalten werden kann. Zwischen Tunnelportal und Brücke hat man den Bahndamm wieder verfüllt. Das Müglitzufer ist befestigt. An der Stelle vor der Autowerkstatt im Hintergrund stand bis zum Hochwasser ein Haus, das wegen starker Schäden abgerissen werden musste. Thank you.
Nicht gut für das Vorankommen ist dieses kleine Unglück. Die V-180 ist mit einer Achse entgleist, wegen des schlecht verlegten Baugleises. Mit Hydraulikstempeln wird die Lok angehoben, über das Gleis verschoben und dann wieder heruntergelassen. Am nächsten Tag wird die Gleislage erst einmal durch Schottern und Stopfen verbessert. Als man in Schlottwitz mit den Bauarbeiten weit voran und die Behelfsbrücke am Wittischloss fertig eingebaut war, konnten die ersten Eisenbahnfahrzeuge Glashütte erreichen.